Herzlich willkommen zurück zu Runway 2, immer noch auf der Dactus 3 und immer noch verwirrt, was jetzt eigentlich hier genau zu tun ist. Wir müssen ja immer noch irgendwie da bei der Galionsfigur der Orion das da reinigen, irgendwie sauber machen, von diesem Pflanzenbewuchs befreien. Und ja, ich habe mir jetzt eigentlich hier jeden Raum nochmal angeschaut, aber nichts wirklich gefunden jetzt außer der Säge. Und ja, das einzige Reinigungsutensil, das es hier gibt, das ist ja der Schrubber, aber den will Brian ja nicht mitnehmen. Ich gehe jetzt trotzdem nochmal hin. Ich glaube, ich hatte gerade eine Idee. Ich bin jetzt mal gespannt, ob das funktioniert. Ich meine, er möchte ihn ja nicht mitnehmen, aber vielleicht können wir ja einen Teil von dem Teil mitnehmen. Klar. Solche Dinge kann nur ich mir ausdenken. Ich wusste, ich bin ein Genie. Ja, so würde ich das jetzt aber nicht sagen, ne, Brian? Jetzt ist der Türblocker fertig. Eine Naturbürste im Taschenbuchformat und zum Herstellerpreis. Nee, damit gehen wir jetzt auf Tauchstation. Nochmal, Brian. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert damit. Aber sowas kann sich auch echt wirklich nur Brian ausdenken. Das ist aber merkwürdig. Vielleicht habe ich mich vertippt. Ich habe das Gefühl, wir haben hier die Katze im Sack. Schlecht ist nur, dass die Katze Brian heißt. Und ist jetzt nicht dein Ernst? Wie ist das denn jetzt passiert? Na, dann versuchen wir doch mal, ob wir mit Sushi Kontakt aufnehmen können, ob sie die Tür für uns öffnen kann. Ja, ich bin sicher, dass sie weiß, was passiert ist. Sushi, bist du da? Was ist denn los, Brian? Nichts. Ich bin nur im Lagerraum eingesperrt. Wir reden später, Sushi. Puh, ich möchte jetzt nicht in Sushis Haut stecken. Auch in Joshuas nicht. Denn wenn Sushi wütend wird, egal. Nur eines ist klar. Ich kann nicht warten, bis sie mich hier rausholt. Wird jetzt vielleicht mal Zeit, die Luken hier zu öffnen? Das ist es. So, jetzt müssen wir nur noch irgendwie da hoch. Geht das über die Leiter? Mal sehen, ob Brian das macht. Das ist es. Jetzt, wo die Luken offen sind, kann ich vom Rand des Tanks hinaufsteigen. Dann klettere ich bis ganz nach oben und gelange von dort aus an Deck. Nichts wie raus hier. Na, dann mach das mal. Ich glaube, ich habe auch die Tür zur Kammer 2 geöffnet. So ein verdammter Scheiß. Ich bin erledigt. Aber wenigstens bin ich hier. Ryan, das ist eine Katastrophe. Was ist denn los, Sushi? Hör mal, Brian. Du musst Joshua mal ins Gebet nehmen. Er ist eine echte Nervensäge. Nicht nur, dass er all meine Sicherheitscodes deaktiviert hat. Jetzt hat er sogar die Sicherheitstüren zum Lagerraum geöffnet und offen gelassen. Oha. Ich weiß nicht, was wir mit Joshua machen sollen. Die Sache mit den Codes habe ich schon erledigt. Im Normalfall müssen die Luken zubleiben. Glaube mir, es ist ziemlich unangenehm, in den Lagerraum hinunterzugehen und auf einen Schwarm Wasservögel zu treffen, der dich anstarrt, als ob du ein Leckerbissen oder ein dicker Fisch wärst. Ein Glück, dass der PC mir Bescheid gab und ich sie von hier aus aktivieren konnte. Mach dir keine Sorgen. Sobald ich ihn sehe, bekommt er so ein Donnerwetter, dass er nie wieder in seinem Leben eine Tür öffnen wird. Unmöglich. Echt. La la la. Ja, war alles Joshua, genau. Alles, was schief läuft. Ja, ich würde jetzt aber trotzdem erstmal tauchen gehen, ne? Sushi, passt auch, oder? Hör mal, Sushi. Sag's mir, Brian. Ach, warte mal, ich würde mir erst nochmal... Danke, Sushi. Wir sehen uns später. Bevor wir das machen, erst nochmal kurz das Ding angucken, was wir jetzt hier eigentlich haben. Die Borsten sind sehr hart, damit man tief und gründlich schrubben kann. Ich hoffe, du kannst das dann jetzt gleich alles anwenden. Okay, war's auch schon. Hör mal, Sushi. Sag's mir, Brian. Aber sonst haben wir bestimmt nicht nochmal die Gelegenheit dazu. Ich tauche nochmal zur Galeone. In Ordnung, Brian. Bereite dich vor und sag Bescheid, wenn es soweit ist.
So, ich hoffe nur, dass das jetzt alles klappt. Ist es so schwierig für dich, Brian? Willst du mir vielleicht sagen, dass der Schmutz eingetrocknet ist? Hast du Glück gehabt? Nein? Nein. Was für ein Drive, Brian. Es kann sein, dass jemand das Trantonit gestohlen hat. Das würde erklären, warum die Interfekta die Orion am Ende versenken konnte. Oder es kann auch sein, dass Malantun jetzt argwöhnisch war und es deswegen woanders deponierte. Wenn ich ehrlich bin, habe ich keine Ahnung. Denken wir positiv und sagen wir, dass es noch im Schiff ist. Wo hätte es Malantun jetzt verstecken können? Wenn ich er wäre, hätte ich es gern so nah wie möglich bei mir. In meiner Kajüte zum Beispiel. Ja, das klingt vernünftig. Los, bereiten wir uns auf eine neue Tauchrunde vor. Ich tauche sofort ab. Bist du sicher, dass du dich nicht erst ein bisschen erholen möchtest? Du siehst müde aus, Brian. Vielleicht solltest du dich etwas erholen, bevor du... Ich werde mich später ausruhen. Jetzt haben wir zu arbeiten. Also nochmal abwärts. Mal sehen. Steig so weit ab, wie du kannst. Schwimm jetzt etwas in Richtung Bug. Am Ende des Flurs findest du eine Treppe. Da musst du drüber. Gut. Jetzt schau in Richtung Heck. Siehst du dort eine Art Klappe? Du musst da durchsteigen. Bestens. Du gelangst in eine Art Flur mit mehreren Türen. Die Tür, die dem Bug am nächsten liegt, müsste in Malantunias Kajüte führen. Klar ist es nervig, aber jetzt ist gute Miene zum bösen Spiel angesagt. Ich werde eine Runde um das Schiff drehen. Sicherlich fällt mir dabei ein, wie ich es öffnen kann. In Ordnung. Ich versuche, mir etwas einfallen zu lassen. Und wenn du Joshua siehst, sag ihm, dass alles wieder gut ist. Was hat er jetzt getan? Du fragst, was er getan hat? Während du getaucht bist, hat er den Lagerraum auf den Kopf gestellt. Er hat eine Zange gefunden und angefangen, alle Kisten zu öffnen. Dann hat er alles auf dem Boden ausgebreitet. Ersatzteile, Nägel, Verpackungsschaumstoff. Es ist zum Verzweifeln. Aber mach dir keine Sorgen. Ich werde den Burschen schon einnorden. Okay, vielleicht sollten wir uns dann doch erstmal um Joshua kümmern. Ach Mensch. Wo treibt der sich denn jetzt schon wieder rum? Ach, dann gucken wir doch gleich nochmal hier, wenn wir schon mal hier sind, ob Saturn fertig ist mit den Sachen. Dann könnten wir die vielleicht ja auch mitnehmen. Nein, ist er noch nicht. Schade. Nein. Besser, ich warte, bis Saturn mit dem anderen fertig ist. Gut, dann machen wir das. Ja, dann gucken wir doch mal im Lagerraum, ob Joshua da sich jetzt rumtreibt.
Gut, zumindest hier kommen wir ja erstmal überall wieder rein. So. Auf der anderen Seite, so eine Zange könnten wir vielleicht ja auch gebrauchen. Ich habe es befürchtet. Und jetzt hat auch noch jemand den Schrubber weggenommen, der die Tür offen hielt. Ah, jetzt kommen wir da gar nicht mehr rein. Ich würde gerade sagen, so eine Zange ist ja gar nicht so unpraktisch. Damit hätten wir vielleicht sogar die Tür öffnen können. Na, gucken wir mal. Aber natürlich nicht. Es wäre auch zu schön gewesen, wenn sie die Tür repariert hätten. Positiv ist nur, dass die Zange, die ich brauche, um in Malantunies Kajüte hineinzukommen, dort liegt. Negativ ist, dass ich sie nicht holen kann, weil sich die Tür schließt, sobald ich die Hand vom Knopf nehme. Und ich möchte mir beim Versuch, hineinzuspringen, nicht den Arm brechen. Mal sehen, was sich machen lässt. Ja, das ist jetzt die Frage. Können wir über die Luken da reinsteigen? Er meinte doch, er hätte auch die Luke von Kammer 2 da geöffnet, ne? Dann könnten wir doch über, wenn wir hier rausklettern, dann in Luke 2, also in Kammer 2 durch die Luke reinklettern, oder? Mal sehen, ob er das macht. Geschafft. So, und jetzt möchte ich eigentlich ja in Kammer 2 klettern. Der Himmel ist so blau, wie es sich gehört. Aber die Leiter ist ja auch weg. Ach, blöd. Ohne die Leiter für den Tank wird es schwierig. Ach Mist, können wir es erstmal wieder zumachen? Nein, ich lasse sie lieber auf, so kann Licht hineinkommen. Ja, aber Sushi wird sich ärgern. Okay, dann gehe ich jetzt nochmal zu Saturn. Weil vielleicht ist er ja jetzt fertig. Möglich wäre es, denn mit diesen Magnetdingern kann man da sich ja vielleicht an den Wänden hochangeln. Ah, hier liegen ja jetzt zwei. Tja, so bald wird er damit wohl nicht unter Wasser Ski fahren. Wie viele Erfindungen bleiben ungenutzt? Sehr gut. Hör mal, jetzt darf ich die Elektromagnete doch haben, oder? Aber klar doch, Bibi. Sag Bescheid, wie sie funktioniert haben. Ja, vielen Dank. Da, mein erstes Paar Elektromagnete. Obwohl, etwas verstehe ich nicht. Wenn ein Magnet den Knopf auf der linken Seite hat, um ihn mit der rechten Hand zu benutzen, und der andere den Knopf auf der rechten Seite, um ihn mit der linken zu benutzen, wozu haben sie diesen anderen Knopf? Ah, der ist für Leute, die Probleme damit haben, rechts und links auseinanderzuhalten. Für die habe ich den Knopf in der Mitte angebracht, damit sie keine Probleme bekommen. Oh. Vorausgedacht, der Gute. So, dann probieren wir es jetzt nochmal. Bin mal gespannt, ob die Luken noch auf sind. Ja, tatsächlich. So, dann gucken wir doch mal, ob wir das jetzt machen können. Ha, keine schlechte Idee. Wenn ich schon oben bin, kann ich an der Wand von Kammer 2 absteigen, die Zange nehmen und wieder verschwinden. Sehr gut, genau so habe ich mir das vorgestellt. Wunderbar. Ich weiß nicht, ob ich Saturns Erfindungen trauen kann, aber was soll's. Der Neutrino-Detektor hat auch gut funktioniert. Gut, jetzt kommt der Abstieg. Und, hast du schon was gefunden? Gut, und los. Aber das ist ja eine Brechstange. Umso besser. Jetzt kann mich keine Tür mehr aufhalten. Trantonit, ich komme! Na, ich bin mal gespannt, ob das jetzt wirklich klappt alles, wie wir uns das vorstellen. Ich frage mich auch, was Joshua da eigentlich die ganze Zeit treibt. Ich meine, der scheint ja hier einiges an Material dann immer von dem Schiff zu schleppen und wahrscheinlich irgendwas damit zusammenzubasteln. Ob uns das nochmal helfen wird.
Und damit sind wir in Kapitel 6. Zeit für ein Tänzchen, Gnäfrau. Immer nach den Damen. Werdet ihr mich Kiel holen? Ja, zum Teufel, aber sei guter Dinge. Als Entschädigung wirst du den mutigsten Edelmann kennenlernen, der jemals die schwarze Unheilsfahne hisste. Don Inigo de Malatunia Sigonion. Kapitän, der Engländer ist bereit. Genau rechtzeitig, fetter Hund. Leg ihm Fußschellen an und verschwinde. Der Schein mag trügen, doch ihr befindet euch mir gegenüber deutlich im Vorteil. Angesichts der Tatsache, dass ich euch weder meinen Namen noch meine Herkunft und meinen Rang vorenthalte, muss ich feststellen, dass mir die eurigen unbekannt sind. Deinen Namen und Herkunft, unflätiger Engländer, oder ich spieße deinen widerwärtigen Bauch mit einem Viertel Stahl auf. Ah, jetzt verstehe ich. Mein Name ist Brushin Baskov, gebürtig aus York. Aus dem neuen York, versteht sich. Es ist mir eine Ehre, Don Brushin. Hättet ihr die Güte, mir zu erläutern, aus welchen Beweggründen ihr mein berühmtes Schiff geentert habt? Von diesem absonderlichen und minderwertigen rot-weißen Boot aus, das statt einer Fahne einen Metallhaken führt? Euer Schiff geentert? Ich? Aber nicht doch. Ich habe vor, Pirat zu werden und auf der Orion anzuheuern. Mein Herr, erlaubt mir, diese letzte Behauptung in Zweifel zu ziehen. Ihr wärt nicht der erste Spion, den euer räudiges Ketzerland gegen mich ausgesandt hätte. Es gibt sogar ein Schiff namens Interfector, das die englische Krone zwecks meiner Verfolgung ausgesandt hat. Das wird von der Orion gewiss schneller versenkt, als ein Hahn krähen kann. In London erzählt man sich, dass der Macht des Kapitäns Malantunius und seines verborgenen Sterns der Unterwelt nichts ebenbürtig sei. Ah, ja? Wenn ihr mir nähere Auskunft geben könntet, mein Herr. Was sagt man in den englischen Tavernen noch über mich? Ui, alles Mögliche. Natürlich nur Gutes. Mönche bekreuzigen sich, da sie glauben, dass ihr ein Teufel seid, welcher der Unterwelt entronnen ist. Junge Frauen seufzen derart, dass man meinen könnte, sie träumten von engelsgleichen Jünglingen. Und ihre Ehemänner bestätigen, dass es ihnen eine Ehre wäre, die Hörner zu tragen, wenn Don Inigo de... Kapitän! Unbekanntes schwimmendes Objekt, 3 Meilen Steuerbord voraus! Zum Teufel! Ein Uso! Entschuldigt mein taktloses Verhalten, Don Brushin. Doch tiefgründige Geschäfte verlangen meine Aufmerksamkeit. Macht es euch gemütlich und seid so freundlich, meine Rückkehr abzuwarten. Dann werde ich mit größtem Vergnügen euren weiteren Neuigkeiten aus London lauschen. Ja, ich glaube nicht, dass ich davon sehr berührt sein werde. Du Russenhund, warte vor der Tür. Du bürgst mit deinem erbärmlichen Leben für den Gefangenen. Zu Befehl, Kapitän. Also, meine Lage ist nicht gerade rosig, aber immerhin habe ich es geschafft, an Bord der Orion zu kommen. Wenn die Besatzung der Interfector meine Befehle befolgt, wird sie die Orion noch heute Nachmittag angreifen. Also bleiben mir noch mehrere Stunden Zeit, um mich von diesen Fußschellen zu befreien, den verborgenen Stern der Unterwelt zu finden, das Chaos der ersten Kanonenschüsse zu nutzen, um mit einem Boot zu fliehen, zur Interfector zurückzukehren und von dort aus das Versenken der Orion zu leiten. Bei Gott, das ist kein geringes Tagewerk. Also muss ich mich beeilen, wenn ich nicht als Fischfutter enden möchte. Halt die Klappe, elender Hund. Der ist schon eingeschüchtert. Jetzt kann ich mich in aller Ruhe meinen Geschäften mit Teufelshund widmen. Okay, dann machen wir das mal. Ist das jetzt irgendwie so, weil Brian davon irgendwas getroffen wurde? Ist er da jetzt so ein bisschen, ja, in irgendeinem
ja, Traum hier verfallen. Meine Güte. Ja, wir werden uns dann mal versuchen, hier zu befreien, ein bisschen umsehen. Und offenbar ja dann versuchen, also das Trantonit zu finden auf jeden Fall. Den Stern der Unterwelt und dann die Orion zu versenken. Mal sehen, ob wir das alles so schaffen, ob das alles so funktioniert. Allerdings ist die Zeit jetzt erstmal wieder um, deshalb machen wir es im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.